guckt es euch an. Die Taschen sind mal wieder gepackt. Es klingt nach einem größeren Trip. Der Koffer ist gepackt. Das ist keine einfache Lost Place Tour. Es wird wieder ein Urlaub, und zwar jetzt nur eine Woche, aber in Skiurlaub der Jahreszeit entsprechend. Und zwar geht es nach Südtirol, in ein kleineres Örtchen, wo halt was wunderschön in den Alpen liegt, wo wir auch schon im Sommer waren. Und da sieht es schon mega krass aus im Sommer. Ich denke mal, im Winter wird es nicht weniger, ja, cool einfach nur. Ich habe natürlich eigentlich gar keine Ahnung, wie viel ich da so filmen kann, was man aus dem Skiurlaub so mitnehmen kann. Wir werden da ja auch nicht viel rumreisen oder so, man bleibt letztendlich da und fährt Ski. Aber ich dachte, ein paar coole Aufnahmen werden schon rausspringen. Ich habe die Drohne eingepackt, die GoPro-Kamera, alles mit dabei. Und dann dachte ich, ich mache einfach mal die Kamera an. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's erstmal los. Ich denke mal so 8 Stunden Fahrt, 8 bis 10 Stunden Fahrt, je nach Verkehr. Und ja, mal gucken, was da auf uns zukommt. Durch diese Schneemassen an. Wir sind jetzt hier angekommen in Meran in Südtirol und es liegt einfach ultra viel Schnee. Hätte ich gar nicht gedacht. Irgendwie war ich auf dem Weg dahin, also es war jetzt auch im Tal, liegt auch gar kein Schnee. Also sind jetzt hier so auf 1500 Metern Höhe oder so und hier ist jetzt halt richtig viel Schnee, aber im Tal liegt gar kein Schnee. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das so sieht. Aber es sieht halt einfach richtig krass aus. Das ist hier der Ausblick aus dem Balkon. Sozusagen kann man einmal zeigen. Hier, so geht das einmal rum. Halt typisch, ja, österreichisch, auch wenn es ja eigentlich Italien ist. Und ja, was wir halt vorhaben, ist wie gesagt eigentlich Skifahren gehen. Ich glaube, kann man ziemlich coole Actionaufnahmen machen. Ich muss mal gucken, ob ich hier gut Drohne fliegen kann irgendwo, werde mir mal, glaube ich, einen geeigneten Startplatz suchen. Aber ich glaube, ich muss euch jetzt erstmal mit runternehmen und noch die andere Seite des Hotels zeigen, weil da hat man nochmal eine richtig krasse Aussicht. Also. Seite des Hotels, und zwar hier im Pool, der einfach mal komplett beheizt ist. Man sieht, es dampft hier auch überall. Und dort liegt ja auch überall Schnee. Also man kann ja nicht draußen bahnen, obwohl Schnee liegt. Das ist auf jeden Fall mega cool. Ich muss auch sagen, dieses Bergpanorama da sieht auch schon wieder so gut aus. Ich liebe es ja, in den Bergen zu sein. Das finde ich einfach immer wieder beeindruckend, und gerade wenn jetzt Schnee liegt, das finde ich schon wieder richtig cool hier alles. Morgen geht's los mit dem Skifahren und ich bin schon gespannt, was ich beim Skifahren so für Aufnahmen machen kann, auch mit der Drohne, und ich glaube, es wird dann alles ziemlich cool. Also Film ab. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. Yeah. Go look in the mirror, say hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry.
books with our memories, like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? My love, it grows with our memories, like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Absolut gar nichts. Man sind hier mit dem Lift gerade hergefahren und man sieht da einfach nur die Luft und da muss man jetzt die Piste runter. Das wird spannend. Man sieht einfach gar keine Abgrenzung hier. Guckt euch so die Piste an. Es ist, also man sieht gar nichts. Man sieht nicht, wo die Piste lang geht oder sonst irgendwas. Das wird sehr heikel jetzt. So, das waren noch, denke ich mal, ein paar coole Einblicke von dem, wie es hier so in dem Urlaub war, wie wir Ski gefahren sind. Ich glaube, da sind ein paar coole Aufnahmen zusammengekommen. Leider, also ich glaube, ihr habt schon in den Aufnahmen gemerkt, war das Wetter echt nicht gut. Also man sieht es auch jetzt schon, hier ist alles bewölkt, da hinten guckt so ein bisschen die Sonne raus. An einem Tag war gutes Wetter, da habe ich auch das meiste gefilmt vom Skifahren und an dem Tag bin ich auch Drohne geflogen und sonst nur bewölkt. Also ich glaube, auf den Skiaufnahmen sieht man es ein bisschen. Das war echt nicht schön. So, da hat das Skifahren dann auch nicht viel Spaß gemacht und da konnte ich dann auch nicht viel filmen. Dachte ich, lohnt sich das meiste dann auch nicht, sonst wäre ich auch noch mehr Drohne geflogen. Das war ein bisschen schade, aber ich glaube, wenigstens den sonnigen Tag habe ich bestmöglichst ausgenutzt und ein paar coole Zusammenschnitte da hervorgebracht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren so ein bisschen schreiben, wie ihr so die Reisevideos findet. Wir haben ja jetzt auch, wir hatten es ja in den Plänen gesagt, für 2018 auf jeden Fall auch ein, zwei Roadtrips vor, wo wir das vielleicht auch so ein bisschen vlogmäßig machen werden, wo wir von jedem Tag berichten werden von der Reise und was wir dort alles erleben. Sowas in der Art haben wir alles vor. Also lasst ruhig mal Feedback da, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ja, sonst sehen wir uns nächsten Freitag wieder um 18 Uhr bei Unknown Worlds. Ciao.